Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Heute wird heiße Ware geliefert, denn wir beschäftigen uns mal mit dem Transportwesen in Form des Opel Vivaro E. Der erste elektrische Transporter von Opel. Aber er wird so gesehen nicht lange alleine bleiben, denn schon 2021 wird das Portfolio um ein Modell unten erweitert und ein riesiges Modell noch weit über dem Vivaro E. So gesehen sieht man ihm optisch gar nicht an, dass er elektrisch betrieben wird, abgesehen logischerweise vom E-Kennzeichen. Das heißt auch die ganzen Dekore hier, schwarz und so weiter und so fort, sowie die Scheinwerfer und das LED-Tagfahrlicht, alles identisch zum konventionellen Modell. Wo dann eben die Unterschiede anfangen, ist, wenn man unter die Haube schaut. Ein super, super süßer kleiner Elektromotor mit 100 kW Peakleistung sitzt darunter, der seine Kraft auf die Vorderräder bringt. Es gibt auch nur diese eine Variante. Man kann natürlich dann mit den Fahrmodi noch ein bisschen die Leistung variieren, also in der Peakleistung. Geladen wird dann hier vorne, sehr löblich in Deutschland übrigens, 11 kW AC ist schon dreiphasig serienmäßig. Logischerweise kann er dann auch 7,4 kW einphasig. Und ihr seht es auch hier unten, DC 100 kW ist auch schon Serie mit bei. Wie lang das Ganze dann braucht, um bis 80% zu laden, DC, hängt so ein bisschen von der Batteriegröße ab. Es gibt einmal 50 kWh Bruttokapazität, dann soll er in 30 Minuten bei 80% sein. Und es gibt 75 kWh Bruttokapazität, dann soll er in rund 45 Minuten bei 80% sein. Die Batterie sitzt dann ganz klassisch hier im Unterboden zwischen den Rädern. Es gibt eine große Unterscheidung. Es gibt den Vivaro E nämlich in drei verschiedenen Längen. Einmal in Small, einmal in Medium und einmal in Large. Wir haben hier die Variante Medium. Das ist auch die Mindestvariante, die man für den großen Akku wählen muss. In der Small-Variante passt dann nämlich nur die kleine mit 50 kWh rein. Allen Batterien gleich ist aber auch dann die Garantie von 8 Jahren bzw. 160.000 Kilometern. Die Batterien, die dann hier verbaut sind, setzen übrigens auf Module, die bei PSA in-house gefertigt werden. Die Zellfertigung, die 2024 dann bei Opel selber in Kaiserslautern auch noch starten soll, ist davon jetzt noch ausgenommen. Aber wir kommen ja darauf zurück. Die Reichweiten variieren von 230 km WLTP bei der kleinen Variante bis 330 km WLTP bei der großen Variante im jeweils besten Mixzyklus. Im City-Bereich allerdings sind wir bei theoretischen 477 km WLTP Mix. Und ich finde es auch ganz schön, noch so ein Relikt von den konventionellen Modellen, der Verschluss, der hier aber nur eine Blende ist. Und jetzt kommen wir aber zu den Themen, die wichtig sind. Was kann er zuladen? Was kann er anhängen beispielsweise? Also wenn man sich's bestellt, eine Tonne kann man noch am Vivaro E anhängen. Ist natürlich dann ein anderes Thema, was dann aus der Reichweite wird, aber wäre möglich. Dann haben wir hier die Cargo-Variante, die 5,8 Kubikmeter zuladen kann. Das heißt, dadurch, dass die Batterie ganz klassisch da unten drin ist und das auch von Anfang an so geplant war, gibt es da keine Einbußen. Einbußen gibt es ein bisschen bei der Nutzlast, bis zu 1,2 Tonnen. Nutzlast sind noch möglich, das ist im Vergleich zum konventionellen rund 200 Kilogramm weniger, glaube ich, kann man aber dann noch verkraften. Und es gehen hier trotzdem noch bis zu 3 Europaletten rein, also je nachdem, welche Länge man sich bestellt, logischerweise. Dann nehmen wir noch die quasi die Autophorie-Messeinheit, wie viele Fabians passen rein. Also hoch nicht ganz, aber also längs auf jeden Fall, quer wahrscheinlich auch. Dann haben wir hier einmal eine Lampe, die schon wieder nicht angehen möchte. Aber wenn ich die hier vorne anmache, dann geht die auch an. Ja, ist natürlich fraglich, wie hell das dann im Dunkeln wirklich ist. So, eine Option, die wir bei diesem Fahrzeug haben, ich nicht so ganz weiß, ob man sie sich auch wirklich bestellen würde im Cargo-Bereich, aber wir haben elektrische Schiebetüren, die von außen sogar per so einem Fußkick zu öffnen sind. Ist nicht unbedingt was, was, glaube ich, im Transporterwesen so gefragt sein wird. Worauf ich aber hinaus möchte, ist das hier. Also das hier ist die Flex-Cargo-Durchlademöglichkeit. So, sieht jetzt aus wie so eine Ladeklappe. Wir haben jetzt auch hier quasi eines unserer Ladekabel versteckt. Jetzt müsste der Eike aber einmal kurz rumkommen, denn das Richtige, das Tolle kann man davon nur von der anderen Seite zeigen. Das heißt, wir müssen einmal quasi unseren Beifahrer rausschmeißen
Und dann hat man hier unten so eine blaue Öse. Zack. Und per Dämpfung zieht das Ganze nach oben. Und wir haben hier eine super schöne, riesige, große Durchlade, die natürlich nicht nur das Volumen ein bisschen vergrößert, sondern natürlich auch die Ladelänge noch mal ordentlich erweitert. Wer den Haubenlift übrigens bei der Motorhaube vermisst hat, genau hier haben sie ihn reingebaut, damit das Ganze sehr schön einfach, also ich finde sehr clever, funktioniert. Und dann packen wir das da hinten auch mal wieder einfach zusammen. Zack. Und schauen weiter ins Interieur. Auch praktisch beim Transporter, was geht nicht nur hinten rein, sondern was geht hier rein. Also wir haben hier einmal eine relativ flache Ablage, aber da wird schon was reingehen. Und hier unten ein paar Ersatzteile schon drin. Also da ist wirklich, Gottchen, hier ist, also da geht was rein. Da geht richtig was rein, da kann man sich fast drin verlieren. Und hier hat es auch noch so ein kleines Fach. Da kommt man dann allerdings während der Fahrt nicht hin, denn das schlägt hier so an, sodass man da, naja, was verstecken kann, aber man kommt während der Fahrt nicht hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in den Rest des Innenraums. Y-Food hat wieder etwas Neues herausgebracht, und zwar die Sommerversion des Probierpakets. Darin befinden sich 5 verschiedene Trinkmahlzeiten, darunter auch die neue Sorte Happy Banana, also perfekt für diejenigen, die das Ganze mal ausprobieren wollten. Mit dem Code AUTOPHORIE15 könnt ihr dann gleichzeitig bei eurer Bestellung noch etwas sparen. Dann machen wir weiter mit den Ablagen. Es geht hier mit Handschuhfach Nummer 1 los. Ja, relativ groß eigentlich. Dann haben wir hier so ganz kleine Ablagen mit einer kleinen Trennung. Und hier unten auch nochmal sehr tiefe Ablagen und den ersten 12-Volt-Anschluss. Übrigens im Heck versteckte sich auch einer, falls den jemand entdeckt hat. Dann haben wir hier eine sehr große tiefe Ablage. Da hätte man, glaube ich, früher so seine Landkarte reingeschmissen. Hier die nächste kleine Ablage. Hier die kleine Stiftablage. Sehr clever. Da muss ich auch mal erwähnen, ich finde diese Riffelung am Gangwahlhebel sehr interessant. Hier haben wir ein 7 Zoll Touchscreen, in unserem Fall auch mit Rückfahrkamera, und da kann man dann logischerweise auch die ganzen Betriebsmodi vom E-Motor überwachen. Dann weiter haben wir hier auch die Möglichkeit, die Türen, die elektrischen Schiebetüren zu öffnen und zu schließen. Sitzheizung für den Beifahrer ist übrigens hier, für den Fahrer ist direkt am Sitz, und logischerweise dem elektrischen Antrieb geschuldet ein spezielles Instrument. Dann, was ich sehr geschickt fand, und ich glaube, für alle, die Transporter kennen, die werden sagen, ja, ist ja normal. Für mich ist das neu. Nicht nur, dass wir hier die Armablage haben, sondern dass das Ganze hier auch so schön zu drehen geht in verschiedene Positionen. Das heißt, man kann hier dann schön so seine Sachen immer geschickt abhaken und dann hier auch der passende Gurt dabei, sogar gummiert, also dass da auch wirklich alles hält. Und hier eine ganz, ganz kleine Ablage. Fällt natürlich weg, wenn man zu dritt im Handwerksbetrieb unterwegs ist. Und dementsprechend würde ich jetzt auch mal sagen, wir starten mal auf die Straße und schauen schlussendlich auch endlich mal, wie er sich fährt. Meine ersten Eindrücke zum Fahren. Es ist das, was ich bei PSA auch schon so ein bisschen kenne. Gefühl fürs Pedal ist ein schwieriges Thema. Wir haben zwar hier auch den B-Knopf, um ein bisschen mehr zu rekuperieren. Da ist die Rekuperation aber so weit eingeschränkt, dass die Bremslichter nicht angehen müssen. Das heißt, meines Erachtens müsste das dann unter 0,3 Meter pro Sekunde Quadrat sein. Das meiste Gefühl fürs Rekuperieren gibt es dann eigentlich nur über das Bremspedal, wo man dann so ein bisschen steuern kann, wie viel Energie oder wie oder ob in dem Fall auch Energie zurückgespeist wird in den Akku. Da kommt natürlich auch dann die weit über 450 Kilometer WLTP-Reichweite im City-Betrieb her, da man oft dieses An- und Abfahren hat und dadurch natürlich auch mal viel zurückspeist und keine hohen Anforderungen sind, wie jetzt beispielsweise auf dieser Bundesstraße hier. Jetzt sind wir zugegebenermaßen natürlich auch leer unterwegs, das heißt, wir wären eigentlich mehr auf so einer Rückfahrt. Wie genau jetzt die Nutzlast dann auch die Reichweite beeinträchtigt, können wir jetzt natürlich in dem Moment nicht sagen. Aber
gemessen daran, dass ja der ein oder andere höchstwahrscheinlich seine Amazon DHL-Pakete und so weiter und so fort schon mit einem elektrischen Fahrzeug bekommt und das vermutlich auch nochmal eine ordentliche Ecke größer ist, glaube ich, kann man ganz gut sehen, dass das durchaus funktioniert, vor allem im städtischen Bereich. Im Moment sind wir so bei 28 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also da würde man damit aber trotzdem noch, weil wir haben einen relativ großen Akku, ganz gut vorankommen. Und wir sind auch dann zumindest mal leer an der WLTP-Angabe dran. Was ich aber trotzdem positiv erwähnen möchte, ist, irgendwas in der Konstruktion von Klimaanlage und Effizient haben sie aber trotzdem gut gemacht. Wir sind in einer klimatisierten Halle gestartet mit theoretisch 318 Kilometer laut Bordcomputer. Und dann standen wir relativ lang in der Sonne. Und das Auto hat sich dementsprechend aufgeheizt und ohne Vorkonditionierung, was theoretisch per App auch möglich wäre, hat es der Vivaro E auf der Eco-Klimastufe relativ schnell geschafft, die Kabine hier vorne entsprechend zu temperieren. Das ist natürlich auch von Vorteil, dass hier relativ schnell eine Wand kommt und nicht so viel zu temperieren ist. Aber bei 30 Grad draußen Lufttemperatur, dementsprechend kann ich mir vorstellen, wie heiß es hier innen war, dementsprechend gut gelaufen. Und Reichweite ist da auch nicht so wirklich gepurzelt. Ich glaube, wir sind dann mit 315 gestartet. Also 3 Kilometer sind quasi weg für diese kleine Kabine auf Temperatur bringen. Da haben wir auch im Kombi-Instrument übrigens die passende Anzeige für. Da zeigt er an, ob die Klimaanlage im Eco-Bereich ist oder im Maximalbereich, also dass man da auch nochmal angehalten ist, hier und da ein bisschen was an Energie zu sparen. Dann muss ich auch mal sagen, für einen Transporter, für ein Nutzfahrzeug finde ich dieses Lenkrad ultra ansehnlich, insbesondere hier durch die abgeflachte Endung unten. Dann können wir im Vivaro E, genauso wie in den konventionellen Modellen, bis zu 14 Assistenzsysteme bestellen. Wir haben jetzt hier gar nicht mal alle drin, aber es wäre möglich. Bei uns ist unter anderem das Head-Up-Display dabei und auch quasi die Auffahrwarnung, die gerade auch schon gesagt hat bei einem Fahrzeug, das da geparkt hat, dass da quasi was steht und man bremsen sollte. Also die ist hypersensitiv veranlagt. Insgesamt vom Fahrgefühl, wir sind jetzt quasi, also die 100 kW, die der Elektromotor zur Verfügung stellt, stellt er nur in der Power-Stellung dann auch wirklich komplett zur Verfügung. Ansonsten im Normal, wo man quasi immer startet, gibt es 80 kW und darunter in Eco, wenn es mal sehr knapp wird mit der Reichweite, gibt es dann nur noch 60 kW. Die 80 kW gerade so beim Anfahren, also wie gesagt, wir sind jetzt leer unterwegs. Ich würde sagen, leer geht es noch. Aber wenn man den Wagen wirklich voll lädt, so in Richtung, sagen wir mal, Handwerksbetrieb, die ja wirklich viel Gepäck in der Hinsicht haben, kann ich mir gut vorstellen, dass man durchaus dauerhaft in der Powerstellung fahren muss. Einfach um auch adäquat aus dem Stand wegzukommen. Also das merke ich schon jetzt gerade, wenn ich so ein bisschen aufs Gas gehe. Das spricht viel besser an. Das ist so direkt, wenn ich das Gaspedal antitsche, dann passiert auch was. Und in normal, gehe ich nochmal gerade mal zurück, ist das so richtig verzögert. Also ich trete so quasi halb rein und erst dann beim Dreiviertel passiert was. Und nehmen wir einfach mal an, es wird jetzt knapp mit der Reichweite, dann können wir auch direkt in Eco gehen. Da gibt es allerdings natürlich auch nicht nur Leistungseinbußen, sondern es wird auch hier quasi Wärmekomfort wird begrenzt. Das heißt, die Klimaanlage wird dementsprechend auch ein bisschen eingeschränkt. Und also vom Antritt ist quasi gar nichts mehr da. Ich trete so leicht rein und es geht bergab und es passiert kaum mehr. Also ja, wenn es mal quasi ganz, ganz eng wird, so Richtung Ende, wenn die Kapazität dem Ende nahe kommt, dann ist das eine Möglichkeit, auch im Lastbereich unterwegs zu sein. Aber im Normalbetrieb, glaube ich, vor allem beladen, wird man Richtung Power gehen müssen, um auch wirklich konsequent die Kraft zu haben, die man braucht. Kurz gesagt, ich finde es gut, dass man da verschiedene Softwarestände hat, um eben dann auch im Falle des Falles alles zu reglementieren und noch anzukommen. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass man diese Powerstufe hat, denn, und das finde ich, sieht man direkt am Verbrauch, wenn ich quasi mit der Leistung, die mir auch wirklich zur Verfügung steht, einfach selber steuere über das Fahrpedal, was ich davon im Moment brauche, dann kann ich zumindest damit effizienter fahren, was umgesetzt heißt, dass ich meinen Verbrauch inzwischen schon um 2 Kilowattstunden senken konnte. Und es fällt weiter. Also kommt natürlich darauf an, es gibt sicherlich auch welche, die können auf der Eco-Variante besser fahren. Wird vermutlich auch für den Start, insbesondere fürs Paket liefern, also dieses sehr kurze An- und Abfahren ausreichen. Aber
ich nehme jetzt mal die Handwerksbetriebe in den Fokus. Ja, die kommen, glaube ich, mit der Powerstufe gut besser zurecht. Jetzt ist natürlich das Ganze ein Klischee und für alle, die E-Autos kennen, die werden das jetzt sowieso wissen. Und warum erwähnst du uns das extra? Ja, durch die tief verbaute Batterie, durch den Akku, der zwischen den Achsen liegt, ist der Schwerpunkt niedriger als beim konventionellen Modell. So gesehen, logisch, bei jedem E-Auto das Gleiche. Aber bei diesem Kastenwagen fällt das umso mehr auf, denn leer und konventionell haben die einen relativ hohen Schwerpunkt, insbesondere wenn man die Kurve fährt, da hat man das Gefühl, ups, man kippt gleich. Das ist hier nicht so. Merkt man, sobald man in die erste Kurve reinfährt, insbesondere bei den Kreisverkehren, dass er einfach deutlich weniger Aufbaubewegungen hat. Das heißt, wenn man das Ganze dann hier drin auch clever packt und die ganzen schweren Sachen nach unten, dann sitzt er auch voll beladen, weiterhin satter und vor allem besser als der konventionelle auf der Straße. Dann kommen wir auch schon zum Fazit, quasi mit dem Ende der Fahrt des Opel Vivaro e. Kurzer Nachtrag, Testverbrauch jetzt in leerer Fassung 23,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, finde ich einen respektablen Wert, insbesondere weil die Sonne immer noch knallt und wir 30 Grad haben. Dann ein weiterer Nachtrag, wir waren jetzt auch noch mal kurz auf der Autobahn, da merkt man, glaube ich, so die Unterschiede zur vielleicht optisch fast baugleichen PKW-Variante, die man im Personenverkehr kennt. Er wird so auf Autobahngeschwindigkeiten ein bisschen lauter und ich glaube auch, weil weniger Dämmung drin steckt, kommt dieser typische E-Motor-Klang, also was das E-Fahrzeug selber an Klang generiert, deutlich mehr in den Innenraum durch. Aber davon abgesehen, finde ich, er ist insbesondere für die letzte Meile eine sehr schöne Option geworden, auch von den Optionen, die man insgesamt hat mit den Karosserievarianten, mit den Assistenten. Also da ist definitiv an alles gedacht worden. Und das war es auch schon von unserer Seite mit dem Opel Vivaro e. Jetzt liegt es wieder an euch. Diskutiert los, was haltet ihr von dem Fahrzeug? Ja, ich weiß, es war der Transporter, aber im Grunde ist er vergleichbar mit der PKW-Variante, die euch höchstwahrscheinlich auch der Jan jetzt schon gezeigt hat. Diskutiert los, dafür sind die Kommentare da. Wir mischen auch sehr gerne wieder mit und ansonsten würden wir uns über jedes neue Abo, über jeden Daumen auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, dann glaube ich, sehen wir uns relativ sicher beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund.